Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf diesem Kanal von gleich. Heute machen wir wieder Daily Shop News mit mir, dem Herrn Sofort und dem. Englisch. Wir sind heute an einem. Wir sehen heute einen neuen Skin. Also den haben wir ja schon bewertet gestern. Schagablam. Ah, du musst mal jetzt mal. Ja, wir haben einen Tipp drin gehabt von Maxi Max. Ja. Du musst. Oder von Max Max. Du musst die Partikel. Dein Dings hochmachen. Und dann siehst du es. Oh. Texturen, ne? Oder nein. Effekt. Guck mal, ich bin schief beim Bild. Deswegen war das bei uns auch schwarz. Fleisch, hallo. Mhm. Dusch. Geh mal mit deinem Dusch. Okay? Ja. Duschst du immer? Mhm. Das funktioniert gar nicht mehr. Spiel abgestürzt. Das hab ich gekapert. Auf jeden Fall hat sich irgendwas verändert. Ja, dem Epic Games Soundtrack hier. Achso. Oh, jetzt habe ich mit Fortnite auch schon sehen gedrückt. Perfekt! Super Idee, Partikel hochzustellen. Ja, damit man es wenigstens auch richtig sehen kann. Perfekt, sieht man. Ah! Funktioniert? Dann. 0,08 FPS. Ah, ist gut. Was? 0,01. Ist hervorragend, oder nicht? Ja, ich bin. Leute, ich freue mich so sehr auf meinen neuen RAM. Das ist krass. Komm, wollen wir mal die Panne erzählen, Herr Gleich? Nö. Nö, lieber nicht. Nein. Zu peinlich. Hä? Mhm. Zu peinlich? Mhm. Findest du? Mhm. Nee, lass uns sagen, oder? Mhm. Wollen wir sagen? Hm. Komm. Also Leute, ich habe mir einen RAM gekauft. Ah, okay. Ah, guck, jetzt sieht man wenigstens, wie der richtig aussieht. Oh mein Gott, leck das. Okay. Was ist denn jetzt nämlich auf Farben? Da zoom mal ein bisschen ran. Haben wir gestern die schon bewertet? Ja. Aber jetzt sind Farben mit dabei. Würdest du sie jetzt anders bewerten? Nö. Okay, ich auch nicht. So, dann, ja, übrigens, Leute, lesen wir mal die Panne. Und zwar gibt es ja den Unterschied zwischen DDR 1, DDR2, DDR3 und DDR4. DDR3 ist der einzigste RAM-Riegel, der eine andere, ja, Einkerbung hat, wie alle anderen. Jeder RAM hat eine Einkerbung. DDR1, DDR2 und DDR4 haben genau die gleichen, nur DDR3 hat nicht das gleiche. Und was ist natürlich in meinem PC verbraucht? 6 DDR3-Banken. Und ich war natürlich yippie, super, großartig. Und DDR4 haben wir geholt. Ja, und DDR4 haben wir geholt. Aber gut, man kann es ja relativ, man kann es ja umtauschen. Oh, die allein wegen dem Backpack. Dem Backpack gebe ich 10 von 10. Aber ich der. Will, ich will doch gar nicht so ein Ding da hinten dran haben. Aber dem Skin gebe ich 3 von 10. Das ist echt nicht gut. Also, ich mach's fast umgekehrt. Also, ich gebe dem Skin 6 von 10. Und den Backpack nur 3 von 10, weil ich finde, das sieht scheiße aus hinten drauf. Ja. Jetzt haben wir ein ganzes Bundle drin. Wir bewerten einmal das Bundle an sich und wir bewerten alle 3 Items immer. Funkops finde ich jetzt nicht so krass. Also habe ich mir damals geholt, habe ihn damals wieder sehr schnell verkauft. Ich würde sagen, dem gebe ich gerade mal so 6 von 10 oder so. Ich auch. Dann, oh Gott, hier diese Disco Ball, die finde ich schon ziemlich geil, auch wegen den Farben, das haben sie ja neu gemacht. Der geht schon 8 von 10, die ist schon nice. 6 von 10. Okay. Und 9. 8 von 10. Dann kommen wir zum Glowstick. Ah ne, das Bundle müssen wir nochmal an sich bewerten. Den nehme ich so 7 von 10 im Bundle. Ich weiß es gar nicht, was ich für Noten mit dem habe. Stimmt, irgendwo auch mal 7 von 10. 6. Du musst bei 6 aufkommen. Ich habe doch auch zwischendurch 8 gegeben. Ja, okay. Schon so. Glowstick! Ja, nee, also das finde ich irgendwie nicht so krass. Also 6 von 10 sind da für mich angemessen. Mhm. 6 von 10. Nightlight. Ein ziemlich nicer Skin. Ich gebe der 7 von 10. 6 von 10. Einfach mega geil. Und diese Schöne Tanz generell an sich mega geil, also 9 von 10. 7 von 10. Und dann Sparkler.
Ja, zu Silvester. Ich bin genervt, dass der wieder rausgekommen ist, Leute. Ich hab mir den damals gekauft. Aber ganz selten. Jetzt hat man. So, was gibst du denn? Zu Silvester, ich geb den. 10. Nein, 8 von 10. Ich geb den 10 von 10. Welches Tutorial gefallen, wenn du zusammen bleibst und antauchen, das ist.